Wenn jemand die Bosch sagte, traf sie das tief, weil sie es als Ablehnung auffasste. Sie gab alles, um Französin zu sein, ein Teil des französischen Films zu sein. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. En France, non seulement on l'aimait, In Frankreich wurde sie nicht nur geliebt, sondern auch als Schauspielerin anerkannt. Schon komisch, dass sie 1964 den Preis als beste ausländische Schauspielerin überreicht bekam und 20 Jahre später mit Preisen als beste französische Schauspielerin überschüttet wurde. Da hatte sie gewonnen. Sie wurde geliebt, bewundert, geachtet. Ich denke, ihr tiefstes Anliegen war es, eine Spur als Künstlerin zu hinterlassen. Und zwar als eine, die zur Vollkommenheit gelangt ist. Und einer der Gründe, warum sie in Frankreich so glücklich war, liegt darin, dass praktisch alle Regisseure, mit denen sie gearbeitet hat, das verstanden haben und sie in diesem Vorhaben begleiteten. Wenn man sich Romys Weg näher ansieht, stellt man fest, dass bei ihr eine Vereinfachung des Spiels stattgefunden hat. Es gelang ihr, das Wesentliche zu erreichen, Dinge in einem Zug zu vermitteln. Und sie machte ihre ganze Karriere auf Französisch, das ja nicht ihre Muttersprache war. Maîtresse de la langue française. Elle fait toute sa carrière en français. C'est pas sa langue maternelle. Pas une voleuse m'a permis de surmonter toutes les épreuves, toutes les provocations, toutes les souffrances que m'a réservé la justice de ce pays. Bravo! Ihr war die Aussage eines Films sehr wichtig. Die Moral der Geschichte, wenn ich so sagen darf. Sehr, sehr wichtig. Man muss sich nur ihre Jugend anschauen, um zu begreifen, warum sie von dem Moment an, wo sie eine Machtposition innehatte, so hohe Ansprüche stellte. Im Leben ist es ihr nie gelungen, wirklich das zu leben, was sie war. Als Mensch, als Star und als überragende Schauspielerin. Star ou actrice sublime. Je pense que le temps passe trop vite pour ma vie. Ma vie, ma vraie vie. Et c'est parfois un peu difficile de lier le métier et la vie privée ensemble, ça c'est vrai. Et puis parce qu'on réfléchit, parce que j'avais le temps de réfléchir qu'est-ce que c'est ce métier, qu'est-ce que nous sommes parfois les acteurs. Il y avait... Es gab im Alltäglichen eine tragische Dimension. Die Frage stellte ich mir oft. Ich hatte darin vor allem ihren Willen erkannt, ihrer ersten deutschen Karriere ein Ende zu setzen. Doch schließlich war dem nicht so. Ich denke, sie hatte so eine Art Vorahnung von dem tragischen Schicksal, das sie erwartete. Langsam ließ sie die mit ihrer frühen Karriere verbundenen Schwierigkeiten und die vermutlich tief sitzenden Schmerzen hinter sich. Da brachen diese ganzen Tragödien herein, die ja einer Hinrichtung gleichkamen. Wenige Tage vor ihrem Tod rief sie mich morgens an, sehr früh. Ich war verblüfft. Romy, was ist passiert? Wie fühlst du dich? Ist alles in Ordnung? Und sie sagte...
Suso, ich habe einen Gedanken gehabt. Man muss das eigene Schicksal akzeptieren. Ich habe all diese Sissis gespielt. Ich habe sie alle mit dem Film von Lucchino erlöst. Ich bin im richtigen Alter. Warum schreibst du mir kein Ende? La fine. Ich dachte darüber nach. Viel Zeit hatte ich nicht, denn bald kam die Nachricht von ihrem Tod. Je peux m'emmener un café? Non, du lait. J'ai un peu de lait. Oui, c'est tout que tu veux là. Et du sucre. Merci. Personne ne peut remplacer Romy. Personne. Niemand kann Romy ersetzen. Sie hat sich ganz alleine erfunden, mit ihrer Gangart, ihrem steifen Nacken, diesem Deutschen in ihren Bewegungen. Dans ses déplacements, dans les mouvements de... Besonders mit ihrem Nacken und ihrer Gangart. Ich denke, alle Menschen, die mit ihr gedreht haben, waren in sie verliebt. Und sie haben das, was sie von ihr kannten, in ihre Filme eingebracht. Natürlich ist da auch noch das Geheimnis und ihr Tod. Doch ich denke, den wahren Menschen finden wir auch in den Filmen. Deshalb lieben wir sie so sehr. Dieser Akzent und diese Art, bis zum Äußersten zu gehen, manchmal mit einem Mangel an Humor, alles Dinge, die sie zur tragischen Figur machen. Wenn sie lächelt, möchte man am liebsten weinen. Deshalb erholen wir uns nicht von ihrer Abwesenheit. Eigentlich wollen wir das auch gar nicht. Und es ist gut, so wie es ist. Du sagst, sie ist seit 20 Jahren tot? Das erscheint mir unmöglich, absolut unmöglich. Wenn du es sagst, wird es wohl stimmen. Doch da ist immer noch eine Frische und eine Farbe und eine Stimme. Es wäre toll, wenn sie uns hören könnte.